Was tust du da so wichtig? Das ist ein schönes Bild. Ja. Mhm. Aha. Ja, hallo zusammen übrigens. Hallo zusammen. At work, ihr seht es, der Krieger hat den wichtigen Plan in der Hand. Das ist nämlich das Resultat vom Frühlingscheck. Er nimmt seine Aufgabe sehr ernst, wie wir sehen. Es hat schon ein paar ganz extreme Fälle gegeben, die es vor der Rat, zum Glück haben wir nicht zum Ende gemacht, es wäre rausgefallen. Und das wäre sicher. Also da fahren Sachen rum, die sind wirklich grenzwertig. Und darum haben wir uns entschieden, wir werden das weiterhin beibehalten. Marco schleicht auch schon im Zeug umeinander. Ich habe ja seit Wochen nicht mehr geschraubt. Darum kann ich euch auch gar nichts zeigen. Was hast du jetzt an diesem Ding gemacht? Da schauen wir jetzt einfach mal. Wir haben hier wunderschöne. Wir haben hier ein schönes Formular gemacht. Da kann man jetzt wirklich alles anschauen. Schritt für Schritt. Kurbelwelle, Zündung, Vergaser, Auspuff, die Abstimmung. Und dann gehst du einfach durch, oder? Dann schauen, wie das Lager. Die Lager. Lagerstellen sind. Es hat nie genug Platz. Da ist das ist der Rennen. Was? Hätte der Größte müssen nehmen. Das ist ja irgendwie. Alles wieder. Gressel. Sind wir wieder im Gressel. Also, noch. Gut, ja. Schauen wir die Rädchen an. Bremsen. Die habe ich vorher schon gemacht. Die sind relativ gut. Ich muss hier oben noch ein bisschen einstellen. Also das Kabelzug ein bisschen anstellen. Laufen tut es eigentlich gut. Das Spiel hat es jetzt hier wirklich tipptopp gar kein. Also ganz minim, aber das ist gut. Lager sind gut. Haben wir gemacht. Reifen sind auch noch gut. Ja, das ist, die sind noch tipptopp. Noch Pumpen, das ist klar. Das machen wir einen Weg. Mal schauen. Es läuft schön. Es ist nicht streng. Es hat kein Spiel. Kabelzeug. Eigentlich gut, sind auch nicht spröde, keine grossen Schürstellen. Die Länge ist eigentlich auch recht gut. Geht schön zurück. Bremsen. Jock. Genau. Das ist gut, bis auf so kleine Details, wenn ihr da jetzt gerade seht. Kabelzug da, Drahtseile. Nicht optimal. Das schneide ich nachher hier ab, mache eine Endhülse drauf. Und dann ist das eine saubere Sache. Und dann haben wir hier die Hinterbremse. Aha. Ah, das ist gut. Genau so sollte das sein, oder? Schauen wir mal da oben, wie schön. Und die ist gut eingestellt. Das ist tipptopp. Dann gut. Die Armatur, das ist eigentlich... Das hebt. Aha! Der ist beschichtet. Das ist gut. Der ist beschichtet worden, tipptopp. Den Tankdeckel muss man die Dichtung noch ersetzen. Wenn ich hier schaue, läuft es ab und zu ein bisschen raus. Richtung Kette. Hier sehe ich, das ist eine neuere Kette. Die kann man hier hineinziehen. Der hat jetzt leicht Spiel, das ist tipptopp so. Ein bisschen spannen könnte man sie noch. Ölig ist sie, das ist tipptopp. Und so hat sie auch nicht viel Spiel. Ich kann mal an. Da haben wir sie. Das Ankranz hinein. Oh, der ist also wirklich sehr spitzig. Der ist ein bisschen ausgelaufen da. Oh, Zahnkranz ausgeschlagen. Jawohl. Die Rakete. Der Leerlauf ist auch neu. Das ist mal gemacht worden. Kettenspanner. Da kommt leicht am Auspuff an. Ist das gut? Die Tretgarnitur. Die ist auch gut. Pedale sind gerade. Das ist gut. Ja, das ist gut. Die können wir so lassen. Der Ständer, das ist immer so das Thema, wenn er ausgeschlagen ist. Ja, ganz leichtes Spiel, aber die Feder kommt auch nicht so. Ständer gut. Fahrverhalten, ja, da muss ich nachher noch fahren. Aber eben, das sind so die Punkte, die wir hier ganz durchgehen. Natürlich, die Zündung tun wir einen Weg immer kontrollieren und einstellen. Das Kerzenbild, dann Quetschkanten messen, Vergaser anschauen und das Öl natürlich. Schreiben wir das alles auf. Der Marco macht dann eine Offerte eigentlich für den Kunden. Er sagt, hey, look, der Zustand ist jetzt so, das würden wir empfehlen zu machen. Und der Kunde kann dann immer noch sagen, nein, ist gut, ich will einen Check machen, weil er wissen, wie der Zustand ist von meinem Hobel.
Oder er sagt, ja, look, gerne machen doch das gerade, dann den Kabelzeug wechseln oder was auch immer. Das ist wirklich eine gute Sache. Und wir haben wirklich eben, wie der Maurus schon gesagt hat, wirklich schon ein paar Sachen gefunden, wo ich dachte, zum Glück ist der gekommen. Sonst hätte es dann irgendwann einen Unfall gegeben. Also, wie auf dem Strassenverkehrsamt ist das da? Und dann nachher geht das Formular weiter zum Marco. In dem Fall, viel Spass, tschüss zusammen. Hallo, herzlich willkommen ins Saarland. Wir haben heute etwas ganz Schönes. Und zwar Boni Junior, der hat einen Kunden gekauft. Von außen mega schön gemacht, aber leider, wie es halt so ist, außen fix, innen, naja. Und das würde ich jetzt euch heute mal zeigen. Außen hui, innen pfui. Oh ja, genau. Es ist neu lackiert worden, sogar mit der Linie wieder gezogen. Original Kleberli hat er drauf gemacht. Auch wenn du den Seitenschutz anschaust. Mega schön gemacht, wirklich hier handliniert. Es hat überall neue Schräubchen dran, der Tank ist gemacht worden, neue Pneu, die Nappen sind gemacht worden. Eigentlich, wenn man so von außen anschaut, top. Der Kunde hat aber gemerkt, beim Fahren irgendwie hat irgendeinen Vogel verklemmt im Motor, weil er so zwitschert hat. Und nach zweimal Fahren hat es kein Getriebeöl mehr drin gehabt. Was ja komisch ist, weil er hat gesagt, er hat kein Leck, er tropft nicht. Dann muss man sagen, ja, woher geht denn das Öl, das Getriebeöl? Also es schließt wahrscheinlich darauf, dass der Simmering undicht ist und der mehr mit Getriebeöl fährt als mit Benzin. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich das schöne Motor mal ausgebaut. Und das zeige ich jetzt euch. Den Motor habe ich, wie ihr seht, bereits zerlegt. Der ist neu lackiert worden. Nicht wahnsinnig professionell, aber immerhin mal neu lackiert worden. Von außen sieht es wow aus. Wenn ihr das anschaut, hier, das ist typisch so ein Alufrass. Also dieser Motor ist einmal zügig im Wasser reingelegen. Sogar hier, wo der Simmering herkommt, haben wir sogar Lack drin. Das geht gar nicht. Also da muss man den Lack alles rausschleifen. Dann das, okay, kann man noch machen. Funktioniert noch mit ein bisschen rausbürsten. Ist nicht optimal, aber es geht. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal. Sehen Sie das? Oh, ja genau. Genau, das war meine Reaktion. Oh, der Riss geht ja bis hier. Und wie ihr seht, wird hier der Motor zusammengeschraubt und da ist er befestigt, im Rahmen rein. Ja, was machen wir jetzt, oder? Meine, theoretisch kannst du das ein bisschen auffräsen. Und hier auch ein bisschen auffräsen und dann schweissen. Ist aber Aluguss schweissen, ja, es geht. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Dichtfläche, weil das ist ja, da kommt ja so zusammen. Das heisst, wir müssen den nachher aufspannen auf die Fräse. Und dann musst du hier ganz leicht wieder über fräsen, weil sonst haben wir keine saubere Dichtfläche. Das ist locker mal 2 Stunden Aufwand. Und es ist eben halt hier wieder etwas geflicktes. Nebst dem, dass es da wüst ist. Und hier noch alles muss ausschleifen. Wir haben dem Kunden angerufen. Und wir haben dann gesagt, wir haben noch ein Ersatzgehäuse. Das ist natürlich auch gebraucht. Es ist technisch I.O. Es hat auch mal ein bisschen Wasser drin, es hat auch mal ein bisschen gefressen. Es ist nicht so schlimm. Ihr seht hier, wir haben es mit flüssigem Metall ein bisschen geflickt. Das hebt da gut. Wir haben es mit Glasperlen rausgestrahlt. Manchmal ist aber die Dichtfläche hier, wo es zusammengeschoben wird, auch so extrem verfressen. Dann muss man sagen, lieber nicht mehr. Hier ist aber die Dichtfläche noch tipptopp. Und darum haben wir uns entschieden, wir nehmen den Ersatzgehäuse und machen hier einfach seine Anbauteile wieder her. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Teile ein. Und zwar, ich habe vorhin gesagt, der Vogel, der es verklemmt hat. Ich habe den Vogel gefunden. Und zwar ist das das Lüfterrad. Die haben wahrscheinlich hier die Stegli mal geschweißt, oder? Man sieht hier so kleine Schweißstellen. Und da hat es ganz minim gestreift. Und das war der Vogel, der noch hier versteckt war. Den Vogel den wir dann noch beheben. Die lieben Leute, die es hier gut gemeint haben und den Motor revidiert haben, haben eine neue Kurbelwelle nicht hier. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Aber, das ist ja vom Schulterlager, oder? Das ist das, so läuft.
Da sieht man ganz klar, das ist das alte Schulterlager. Also die haben es nicht rausgenommen, die Schale. Die haben die alte Kurbelwelle abgenommen, die Distanzring da und da einfach auf die neue drauf gemacht und so wieder eingebaut. Weil die Kurbelwelle, die hast du so können, nicht nur auf und ab, sondern ihr und raus bewegen. Also das ist das richtig viel Spiel gehabt. Das musst du ganz genau ausschieben. Also wirklich, das muss auf den Hundertstel beziehungsweise 300stel genau sein. Das ist da sicher einmal falsch gelaufen. Der Motor hat Walzlager drin. Und das ist zum Beispiel jetzt der Ring, wo die Wälzchen drin laufen. Und der Ring ist auch angelaufen. Also der ist auch im Wasser gewesen. Man sieht es da, hat das auch in Roststellen. Das muss man natürlich auch anschauen, wenn man es revidiert. Und wenn es so angelaufene Stellen hat, also das muss glänzig sein, muss super sein. Das muss man auch rausrühren. Das ist Getriebewelle, so jetzt kann ich sagen. Da ist dann der Ritzel drauf. Da ist der Simmering. Da ist der beide Zahnräder von der Schaltung. Erster, zweiter Gang. Wenn man so etwas sieht, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Also so etwas baust du einfach nicht mehr ein. Das ist nämlich genau da, wo der Motor den Laut macht. Kupplungskorb. Da sind drauf laufen die Kupplungen. Wenn das so Spuren hat wie hier, dann muss man sagen, dann ist mal nicht fachmännisch abgezogen worden. Weil für da gibt es einen Abzieher. Also da ist Regie murkst worden. Der Kupplungskorb selber ist hier sehr fest eingelaufen gewesen. Also eigentlich ist das Teil verantwortlich für das. Hier die Zwischenscheibe, die läuft hier drin rein. Und das, je nach Leistung natürlich, gibt das immer ein Schläge. Und dann sieht der Kupplungskorb nachher so aus. Und von diesem Motor, der war ganz extrem hier. Der war wirklich ganz extrem. Wir können ihn ein bisschen nachschleifen. Das seht ihr hier, das habe ich jetzt gemacht. Dass hier wieder schön gerade ist. Aber da könnt ihr nicht irgendwie links und rechts einen halben Millimeter nachschleifen. Das ist schlecht, weil dann hat der wieder zu viel Spiel, also zu viel Weg und dann schlägt er noch mehr. Und dann habt ihr in der Kürze wieder etwas gleich Bild von dem. Vielleicht noch schnell zum Erwähnen, wieso ist es überhaupt wichtig, oder? Wieso muss man denn das rausschleifen? Ihr müsst euch vorstellen, die Kupplung muss ja trennen, oder? Die Druckplatte, die tut ja eigentlich so die Kupplung entlasten. Die hier. Und wenn ihr jetzt hier so extreme Kerben, sage ich jetzt, mal drin habt, dann tut genau die Kupplung nicht schön lösen. Dann haben das Problem, dass die Kupplung zieht, aber der Gang löst nicht schön. Ja, als nächstes darf ich dann das natürlich zusammenschrauben. Wieder fertig machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas zeigen. Das war vielleicht interessant. Dann würde ich sagen, danke vielmals und bis ein anderes Mal. Es ist immer spannend bei uns, sehr, sehr viele Sachen, gerade mit dem Pony und so. Ihr könnt gerne auf uns zukommen, wenn ihr etwas kaufen wollt. Wir sehen nicht alles von außen, aber die eine oder andere Sache ist ein bisschen aus Erfahrung. Was natürlich noch ist, ganz wichtig, wir haben jetzt einen neuen Vertriebspartner. Das heisst, wir müssen selber Päckchen machen. Dadurch, dass wir nicht mehr selber Päckchen machen müssen, haben wir den Shop jetzt die ganze Zeit offen. Also der Shop ist immer offen, wird aber nur einmal in der Woche versendet. Aber wichtig für euch, der Shop ist immer offen. Checkt es ab, wir haben ja gerade aktuell die schönen neuen Lümpen. Irgendwo liegt noch einer rum. Unsere geilen Lümpli, die sind natürlich fast schon schade zu brauchen. Ich habe noch nie eine ölige Stelle abgerieben damit. Aber sehr, sehr geil natürlich für unterwegs, zum Werkzeug einrollen. Kerzenstecker und Kerzen und nachher wunderbar dort ins Werkzeugtäschchen tun. Ja, super. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis in einer Woche. Tschüss zusammen.